Wir wollen natürlich unsere Marktanteile ausbauen. Ein weiteres Ziel ist es, 10 qualitativ hochwertige neue Bürostandorte ins Boot zu holen. Wenn ich das hochrechne, reden wir von 10.000 Menschen, die dieses Netzwerk bestimmen. Ich war derjenige, der den 50. Standort unterschrieben hat. Ja? Freundschaft. Diese Dinge, die wir dort gesetzt haben oder im Laufe dieser Jahre, wurden irgendwann auch von der Branche übernommen und sind heute Standards. Persönlichkeit, Alois und Bernhard Reikersdorfer, generell die ganze Familie, die das mit sehr großer Seriosität und Ruhe führen. Der Grund des Erfolges, glaube ich, liegt trotzdem, dass es eigentlich ein Familienunternehmen ist, von Anfang an von der Familie Reikersdorfer. Es ziehen alle mal am selben Strang und wir sind immer vorne. Das Zusammenarbeiten mit den Kollegen, die Ausbildung, die Unterstützung, die Weiterbildung, die Feste, die wir feiern, den Spaß, den wir gemeinsam haben. Egal, wer als Einzelkämpfer stark ist und meint, er würde die Welt aus den Angeln heben, wird im Netzwerk merken, durch die Zusammenarbeit, dass es leichter geht. Ich kann ja auf diese 20 Jahre zurückschauen und kann also wirklich mit Fug und Recht behaupten, dass ich 20 Jahre mit Remax erfolgreich war. Die Österreicher sind unser großes Vorbild seit Jahren.